nicht mehr vor, Gericht kommt nicht mehr vor, alles das gibt es nicht mehr. Was ist das denn? Wir reden den Leuten nur noch nach dem Mund. Wir sind weltgeschichtlich gesehen am Ende angekommen. Diese Welt ist, so wie sie ist, nicht mehr zu retten. Wir haben völlig aus dem Auge verloren, was die Bibel uns hier sagt. Was wird am Ende sein? Hier haben wir gelesen im Buch Maleachi: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Was ist das denn? Das ist Jesus. Jesus wird wiederkommen, das ist die Sonne der Gerechtigkeit. Er wird überstrahlen über die ganze Welt. Keiner rechnet damit. Aber er erscheint am Himmel und er wird sagen: Kommt her, ihr Gesegnet meines Vaters. Und er erbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Aber es steht hier auch noch was anderes in diesem nächsten Text. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und das ist das Problem der Menschheit. Wir führen ein gottloses Leben. Jesus kommt gar nicht drin vor. Wenn ich mich umsehe in unserer Nachbarschaft oder wo auch immer, auch früher im Kollegenkreis oder was, wer war dabei, der an Jesus glaubte? Wer war, der sagte, Jesus ist mein Mittelpunkt? Jesus ist einzigartig in dem Volk. Wer war das? Die meisten laufen auf diesen Tag zu, auf den brennenden Ofen. Und hier steht ja auch in Maleachi: Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzes und wie die Lauge der Wäscher. Das wird der Tag auch sein. Das heißt, ich würde es so definieren: Es ist ein großartiger Tag der Freude, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihn sehen werden. Aber es wird gleichzeitig die größte Katastrophe der Welt sein. Eine solche Katastrophe hat die Welt noch nie gesehen. Dagegen ist alles, ich will es mal einfach sagen, Pipifax. Gegen diese Katastrophe, die kommt, wenn Jesus erscheinen wird. Es wird für die meisten Menschen die Riesenkatastrophe sein. Warum? Sie gehen dann in die ewige Verdammnis. Sie haben ohne Gott gelebt. Und jetzt werden sie auch in Zukunft ohne Gott leben müssen, ob sie es wollen oder nicht. Auch die Atheisten, die sagen, es gibt keinen Gott, dann werden sie sehen, den gibt es doch. Er erscheint plötzlich, da erscheint Gott. Da erscheint der, von dem sie gehört haben zu Lebzeiten. Und was sie abgelehnt haben. Haben gesagt, ich kann auch so leben. Geht ganz prima. Da kann ich mich um Reichtum kümmern, um alle diese Dinge. Und was kümmere ich mich um Gott? Ist nicht mein Ding. Nehmen wir Matthäus 24, da heißt es: Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und jetzt kommt es wieder. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also er kommt nicht als Baby in Bethlehem, dort im Stall, sondern jetzt kommt er in seiner ganzen Göttlichkeit, in seiner ganzen Vollmacht, in seiner ganzen Allmacht erscheint er. Und erscheint, wie wir hier sehen, am Himmel. Also nicht in der Wüste und nicht im Fernsehen oder sonst irgendwo. Er erscheint für uns alle sichtbar am Himmel. Und die Menschen, die ihn abgelehnt haben, die werden sagen, was ist das denn? Können wir gar nicht fassen. Den gibt es ja doch. Diesen Gott gibt es doch. Diesen Jesus gibt es doch. Das ist er ja. Und dann heißt es hier, und sie werden heulen. Und zwar alle Geschlechter der Erde. Was heißt das denn? Alle Geschlechter heißt alle Generationen. Sie werden alle vor ihm erscheinen müssen. Alle Generationen, die je auf dieser Erde gelebt haben. Alle, ohne Ausnahme. Ob sie Atheisten waren, ob sie Kommunisten waren, ob sie Freidenker waren oder was auch immer. Alle erscheinen. Auch die, die zu ihm gehören. Alle erscheinen wir. Alle werden an diesem Tag erscheinen. Und die meisten Menschen werden schreien: Ihr Berge, deckt uns, wir können das Angesicht dieses Herrn nicht länger ertragen. Merken wir, was das für ein furchtbarer Tag wird. Alles andere, was wir auf dieser Welt erleben, jede Krankheit, alles ist endlich. Das dauert eine gewisse Zeit, dann kommt der Tod. Wenn man an Jesus geglaubt hat, ist man erlöst, wie wir sagen, mit Wirklichkeit auch. Aber hier, alle die Menschen, das sind die meisten Menschen, wie wir hier sehen, das hat ja Jesus auch gesagt, die meisten Menschen haben sich in ihrem Leben gegen ihn entschieden und sind unterwegs auf der breiten Straße. Und die breite Straße, hat Jesus in der Bergpredigt gesagt, führt in die Verdammnis. Ich verstehe gar nicht, warum in unserer Zeit da kaum noch gepredigt wird darüber. Hören wir uns mal Fernsehgottesdienst oder was weiß ich alles an.
Hölle kommt nicht mehr vor, Gericht kommt nicht mehr vor, alles das gibt es nicht mehr. Was ist das denn? Wir reden den Leuten nur noch nach dem Mund. Aber wir haben das zu predigen, was uns die Bibel sagt, wir haben das klar zu sagen. Wir müssen davor stehen, dass wir heute wissen, wir werden dann schreien, ob ihr Berge deckt uns zu, wir können das nicht mehr ertragen. Alles das, was hier zeitlich war, wird jetzt plötzlich ewig. Jesus will uns, wenn er wiederkommt, als entschiedene Leute antreffen. Das ist sein Anliegen, dass wir hundertprozentig bei ihm sind, dass wir mit ihm gehen, dass wir ihm den Platz 1 im Leben eingerichtet haben. Das ist sein Wunsch. Wenn wir das tun, dann Halleluja. Dann sagt er, wunderbar, euch geht jetzt die Sonne der Gerechtigkeit auf. Die ewige Sonne geht euch auf. Und diese Sonne wird nie wieder aufhören zu scheinen. Hier steht, die Feigen aber, die Verleugner, die Ungläubigen, dann kommt eine ganze lange Latte, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn wir ehrlich sind, wir gehören alle irgendwo dazu, wenn wir uns nicht schon bekehrt haben, eindeutig zu Jesus. Dann gehören wir zu dieser Kolonne, zu der Kolonne der Feigen. Und ich frage mich, warum sind die Feigen zuallererst genannt? Wir müssen eigentlich sagen, die Totschläger, die sind viel schlimmer. Nein. Die Feigen stehen zuallererst hier, die Feigenleute. Was sind das für Leute? Die Feigenleute sind solche, die das Evangelium hören und denen gesagt wird, komm heute, bleibe zurück und triff eine Entscheidung für Jesus, damit du in den Himmel kommst. Und warum kommen sie nicht? Sie sind zu feige. Vielleicht, weil sie gesehen werden von jemand anders oder was weiß ich. Ich kann das sehr wohl nachvollziehen. Ich weiß noch, als ich die Botschaft des Evangeliums 1972 in der Stadthalle in Braunschweig hörte und der Evangelist sagt, komm nach vorne, entscheide dich, es geht um Leben und Tod. Das war eine klare Botschaft, die habe ich verstanden. Aber ich könnte euch vorstellen, ich geriet in Zittern. Nicht? Ich denke, Mann, jetzt verlangt er, nach vorne zu kommen. Und alle die in der PTB, die werden mich alle sehen, dann, nicht? Wenn ich da nach vorne gehe, nicht? Der geht da vorne, nicht? Das fand ich ein bisschen komisch schon, muss ich schon sagen. Aber ich denke, nein, hier steht alles zur Debatte. Es ist nichts vergleichbar damit, du gehst. Dann habe ich mich entschieden. Du wirst nicht auf dem roten Teppich gehen, sei ganz gewiss, ganz bestimmt nicht. In dieser Welt werden keine roten Teppiche ausgelegt. Nur für die Politiker, wenn die dort anreisen. Für uns nicht, auch nicht für die Christen. Wir gehen durch Not, wir gehen durch Anfechtung, wir gehen durch Krankheit, durch Leid. Es bleibt uns nichts erspart. Also wenn ich zu Jesus rufe, kann ich gleichzeitig rufen, stell dich darauf ein, dass du auch Probleme haben wirst. Aber immer mit ihm, nie alleine. Alle Dinge können wir mit Jesus tun. Und dieser Jesus ruft uns und sagt, nun komm.
die Kraft. Wenn dein Glauben ist nur sehr klein, dir wird nichts unmöglich sein. Wenn dein Glauben ist nur sehr klein, dir wird nichts unmöglich sein. Zweifel nicht an, was er dir gesagt hat. Du kannst sicher sein, dass er dich nicht verlässt. Werd nicht müde noch matt, er prüft dein Geduld. Lässt du ihm los oder hältst du ihm ganz fest? Sag, wo ist dein Glaube? Sag, wo ist die Kraft? Niemand kann es dir rauben, nur sehr klein, die wird nicht so möglich sein. Wenn dein Glauben ist nur sehr klein, die wird nicht so möglich sein. Hab Glaube an ihm, hab Glaube an ihm, hab Glaube an ihm. Sag, wo ist die Kraft? Niemand kann es dir rauben, wenn du sie erfahren hast. Sag, wo ist dein Glauben? Sag, wo ist die Kraft? Wenn dein Glauben ist nur sehr klein,